Leute, willkommen bei Team Smolik direkt aus Las Vegas, Athletic City Club, das bekannteste Fitnessstudio in Las Vegas. Wir sind heute hier, um Markus mal ein bisschen was Neues zu zeigen. Markus macht ja immer normales Fitnesstraining. Wir machen heute mal mein Fitnesstraining und zwar in Form von Schnellkrafttraining. Das ist eher für Athleten ausgelegt, die Kampfsport ausüben. Mache ich immer in meiner Vorbereitung. Ihr werdet merken, es wird viel, beziehungsweise Markus, du wirst merken, es wird viel auf die Schultern gehen, weil wir eben im Kampfsport diese Schnellkraft im Schulterbereich brauchen. Und nicht wundern, wir werden weniger Gewicht drauf packen. Es ist dann immer so, dass die anderen, die im Fitnessstudio sind, gucken, was ist das für ein Lappen. Aber lasst euch da nicht irritieren, weil die Übungen genauso reinziehen. Wir brauchen wenig Gewicht, um die Übungen eben schnell auszuführen. Wir machen 5 oder 6 Übungen, mal sehen, wie viel Markus aushält und durchhält. Ich bringe mal ein bisschen was bei und wir gehen die Übungen jetzt nacheinander durch. Wir fangen mit den Grundübungen an, Bankdrücken. Grundübungen sind sowieso immer gut. Ich würde euch empfehlen, so 40% weniger Gewicht zu nehmen, als ihr das üblich nimmt. Und wichtig ist jetzt hierbei, dass wir die Negativausübung, das heißt, wenn der Muskel sich ausdehnt, langsam ausüben, unten vielleicht sogar ein Stück kurz halten und dann die Positivauswirkung geht dann extrem schnell hoch. Also nicht hier dehnen, sondern unten halten und dann pah, langsam wieder runter. Muskel dehnt sich aus, kurz halten, papp, und wieder hoch. Und so das Ganze 10-mal. Ja, hier stellt man jetzt einfach fest, dass das Gewicht ein bisschen zu schwer ist für Markus. Nicht, weil er es nicht schafft, sondern weil die Schnellkraftausübung einfach nicht mehr richtig ausgeführt werden kann, weil er nicht mehr explosiv hochdrücken kann. Das heißt, da dann einfach mit den Gewichten ein bisschen runtergehen und dann kann man die Übung auch wirklich richtig sauber ausführen. Genau, jetzt haben wir eine Scheibe runtergepackt und jetzt geht die Ausführung schon viel besser. Man sieht, er kann explosiver hochdrücken, genauso ist richtig. Nächste Station ist der Kabelzug, da kann man sehr, sehr schöne Übungen machen für die Schnellkraft. Jetzt ist wichtig, man muss mit dem Gewicht natürlich schauen. Variiert natürlich von Mensch zu Mensch, von Körper zu Körper, sodass man die einigermaßen explosiv hinbekommt. Dann in die Hocke gehen, hier parallel nach vorne blickend. Wir fangen mit der rechten Hand an. Hier, wir sind hier in der Hocke. Blickrichtung ist erstmal nach da und jetzt, während wir uns aufrichten, drehen wir uns mit der Hüfte hier explosiv hoch. Nochmal runter, bisschen, dass es spannt, der Kabelzug, und dann zack. Ihr merkt, das ist jetzt viel zu wenig Gewicht, deswegen packe ich ein bisschen drauf. Nochmal, top. Ja, das ist schon besser. Hier, meine Hand ist hier ausgestreckt, Füße gucken nach vorne und jetzt mit der Hüfte explosiv reindrehen. Meine Füße sind trotzdem noch Blickrichtung geradeaus. Ich drehe mich nur mit der Hüfte und mit der Schulter rein. Das ist eine Übung, die Anthony Joshua auch sehr oft gemacht hat in seiner Boxvorbereitung vor Klitschko seinem Kampf. Vor dem Kampf mit Klitschko. Geh ein bisschen in die Hocke. Wenn du, genau. Und jetzt zack. Ja, richtig. Genau, wenn du merkst, dass es zu viel oder zu wenig Gewicht ist, ändern. Ja. Wenn du hochgehst, streck deine Beine aus. Zack. Ja, genau, richtig. Okay, nächste Übung. Wieder am Kabelzug. Und zwar, jetzt können wir variieren, Markus. Entweder machen wir Hook, also Haken, oder wir machen Jab Punch. Machen wir gerade, würde ich sagen, oder? Also man kann hier variieren am Kabelzug. Ich würde jetzt entweder einen Haken machen, dann würde ich mich hier, bisschen zu viel Gewicht, würde ich mich hier eindrehen, ausführen wie beim Haken. Wir machen jetzt aber gerade Jab oder Punch. Das heißt, wir gehen in unsere Auslage. Das heißt, ich bin Rechtsauslage, mache hier jetzt, ich simuliere einen Jab. Ich gehe mit dem Gewicht vor und drücke den Jab so schnell wie ich kann, pap, nach vorne. Das gleiche machen wir dann auch mit dem Punch. Auslage bleibt und hier drücken wir uns genauso mit dem Gewicht nach vorne, wie wenn wir einen richtigen Punch schlagen würden. Also wie wenn wir die Technik auf der Pratze machen würden. Auch wieder explosiv. Papp. Und langsam wieder zurück. Da wieder 3x10 pro Seite. Kann man, wie gesagt, auch mit einem Hook machen. Wir machen jetzt aber Jab Punch. Genau. Bei der Übung ist extrem wichtig, dass die Ausführung sauber ist. Der Markus dreht sich hier auch hinten schön ein. Wie beim Punch eben. Und wichtig, dass man nicht zu viel Gewicht nimmt. Dass man schön explosiv rausboxen kann.
Sehr gut. Die andere Hand ist als Deckung oben. Einfach simulieren, als würde man wirklich einen Punch schlagen. Markus, ist gerade was aufgefallen? Genau, ich nehme jetzt gerade beim Punch hier Michis Gewicht. Mir ist aufgefallen, hier muss ich richtig schön und sauber darauf achten, dass ich die Technik richtig mache. Das heißt, dass ich auf den Beinen schlage. Wenn ich jetzt versuche, hier aus der Schulter raus, kriege ich keine Schnellkraft hin. Wenn ich jetzt aber schön hier sauber stehe und mich schön einziehe, geht es wunderbar. Ja, also ihr seht, es ist auch hier eine Technikübung, nicht nur für Kraft. Okay, Leute, wir bauen hier jetzt noch Unterkörper ein. Normalerweise mache ich es so, dass ich Oberkörper von Unterkörper trenne, wenn ich Schnellkraft mache, weil es einfach zu heftig ist. Wir machen es jetzt einfach zum Veranschaulichen für euch im Video, dass ihr sehen könnt, hey, Beinarbeit ist genauso wichtig. Wir müssen genauso die Beine trainieren. Hier wieder das gleiche Schema, 3x10. Und es gilt auch die gleiche Regel, immer schön explosiv. Ja, hier diese Beinpresse oder Wadenpresse, wie man es nennen mag. Manche meinen Schwuchtelübung, aber man kann die Übung auch sehr, sehr schön ausführen, indem man hier runter geht und jetzt explosiv hochdrücken. Hopp. Runter, halten und jetzt von hier wieder hopp. Und wieder runter. Ihr merkt, ich gehe explosiv hoch. Kann natürlich wieder mit dem Gewicht variieren. Nicht hoch, runter, hoch, runter. Runter halten, boom. Auch wenn ihr eine Übung geklaut von den Profiboxern, mache ich aber sehr, sehr gerne, ist sehr, sehr gut für die Beinarbeit und das versuchen wir jetzt einfach mal. Also hier machen wir so die Klassikerübung. Da reicht wirklich sehr, sehr wenig Gewicht. Weil hier müssen wir es wirklich explosiv hochdrücken. Ich zeige euch gleich, was ich meine. Erstmal packen wir ein bisschen Gewicht drauf. Okay, wir haben hier eine Langhantel. Und jetzt, wie gesagt, extrem wenig Gewicht. Also scheut euch da nicht, ein bisschen weniger drauf zu packen. Weil wir fangen von hier unten an. Haben die Unterarme gleich mit. Gehen hoch auf die Brust. Knapp, und von hier drücken wir explosiv hoch. Wieder runter. Ich zeige es euch mal von der Seite. Einmal hier hochziehen, auf die Brust, kurz absetzen und jetzt hopp, geht's explosiv hoch. Dabei müsst ihr wirklich schnell hochdrücken. Es bringt nichts, wenn das Gewicht so schwer ist und ihr. Ja, wir sind hier nicht im Kraftbereich, sondern wir wollen unsere Schnellkraft verbessern. Ihr merkt wieder viel auf die Schultern, weil im Boxen haben wir diese Muskulatur. Genau, wir fangen von unten an, auf die Schulter, explosiv hoch. Genau, sehr schön. Und jetzt hier, die Beine gehen schön nach hinten, um alles zu stabilisieren. Hoch. Okay, wir kommen zur letzten Übung für heute. Wir machen heute nur 5, beziehungsweise 6, wenn man das mit den Beinen mitzählt. Aber das haben wir, wie gesagt, eigentlich eher für euch gemacht. Geht nicht so arg darauf, um zu sagen, hey, ich habe jetzt nicht die Muskelgruppe, nicht die Muskelgruppe oder noch nicht die Muskelgruppe. Wir trainieren ja hier kampfsportorientiert. Das heißt, wir brauchen viel Schultern, wir brauchen viel Bizeps, Trizeps. Wir müssen nicht unbedingt alle Muskelgruppen mitgemacht haben, weil wir machen irgendwo trotzdem immer alle mit. Trotzdem zum Schluss, Rudern, sehr, sehr gute Übung für Ausdauer, aber auch natürlich für Schnellkraft. Hier schauen wir darauf, dass wir wieder wirklich schnell und explosiv zurückdrücken. Und hier langsam vor und wieder, papp, schnell. Langsam vor, papp, schnell. Hier brauchen wir uns gar nicht auf Wiederholungen beschränken. Das können wir nämlich auch, ja, kampforientiert machen. Das heißt, 2 Minuten am Stück, 3 Minuten am Stück und dann immer 2, 3 Runden, wie ihr wollt, sodass ihr wirklich den Muskel auch spürt. Da könnt ihr schön spielerisch variieren. So Leute, das war's mit unserem Schnellkraft-Workout für heute und zwar für Kampfsportler. Man kann natürlich sehr spielerisch variieren. Hier, ich habe einen Medizinball in der Hand, mit dem kann man auch sehr, sehr viele gute Sachen machen. Man drückt ihn hier raus oder mit beiden Armen vor. Wichtig ist, dass man immer exklusiv arbeitet. Wir haben jetzt viele Oberkörperübungen gezeigt. Wie gesagt, man kann auch Unterkörper machen, Beinpresse, Kniebeugen. Man kann Klimmzüge machen, alle Grundübungen. Funktioniert alles. Wir haben jetzt 3x10 gemacht, man kann auch 5x5. Je nachdem, wie man sich fühlt. Wichtig ist, dass die Technik richtig ist, die Übungen richtig ausgeführt werden. Wenig Gewicht, dafür lieber explosiver. Negativausführungen werden langsam gemacht. Das ist, wenn der Muskel sich ausdehnt, wenn der Muskel sich zusammenzieht, pop,
wird die Übung schnell gemacht. Ich glaube, Markus hat es sehr gut gemacht fürs erste Mal. Und um die Schnellkraft und Explosivität zu steigern, ist es ein ideales Training. Ich mache es vor allen meinen Profikämpfen. Versucht es auch mal, wenn ihr Fragen habt, kommentiert es unten. Wenn ihr nochmal so ein Video haben wollt oder ein Motivationsvideo, einfach kommentieren. Wir sehen uns in den nächsten Videos. Das war Markus und Michael Smolik live aus Las Vegas. Haut rein! Pop.